Multimedia-Elektronikerin und der Multimedia-Elektroniker befassen sich mit der Installation, dem Unterhalt und der Reparatur von Geräten aus der Unterhaltungselektronik und dem Heimbüro. Das Spektrum ist groß. Fernseher, HiFi-Anlagen, Video, DVD, Computer als Bildbearbeitungs- oder Steuerungsgeräte, Überwachungsanlagen. Sie kennen die Eigenschaften und die Funktionsweisen der Geräte und können diese untereinander verbinden, so dass ein Netzwerk entsteht. Eben Multimedia. Also, ich zeige Ihnen vielleicht mal, was es alles gibt. Gerne, ja. Was wir hier haben, das ist B&O. Und der Clou bei dieser ganzen Geschichte ist, dass wir alles miteinander zusammenhängen können. So wie eine richtig multimediale Vernetzung. Jetzt das Multimediale, was Sie angesprochen haben, was beinhaltet das? Wir reden von multimedialer Vernetzung, weil wirklich alles miteinander zusammenfließt. Wir haben Bild und Ton oder auch das Licht, Computer, ISDN, Telefon. Das alles schmilzt immer mehr miteinander zusammen. Und wir können jetzt mit so einem Gerät alles miteinander verbinden. Ich kann auf dem Computer zum Beispiel einen Videofilm schauen. Ich kann auch beim Computer als Hintergrund ein bisschen Musik hören. Ich kann dann die Stereoanlage bedienen, die eigentlich in der Stube drin ist. Ich kann gleichzeitig das Licht dimmen. Ich kann, wenn ich einen Film schaue, sage ich Licht 1 und dann wird alles ein bisschen dunkler, so wie im Kino halt. Mhm. Und wenn ich irgendwie etwas arbeiten muss, dann drücke ich Licht 9 und habe dann gerade das volle Licht. Ja. Wer installiert mir das? All das zusammen, das können wir alles installieren. Das hat so viele interessante Sachen. Also uns würde das so interessieren, wie Sie uns das zeigen. Dann könnten Sie uns da mal eine Offerte machen für die Geräte, die wir hier angeschaut haben. Selbstverständlich, ja. Auch mit der Verkabelung und allem. Also das Beste wäre, wenn Sie vielleicht einen Plan hätten vom Grundriss, vom Haus. Mhm. Weil wir arbeiten sehr viel mit dem zusammen, weil dann kann ich auch ein bisschen ausrechnen, wie viele Kabel das wir brauchen, wo gehen wir am besten durch und wie wir sie einziehen. Oder? Bitte sehr, Meier, für den Bevor die Berufsleute die Geräte bei der Kundschaft installieren, berechnen sie jede Einzelheit und tragen alles sorgfältig in einen speziellen Plan ein. Dieser hilft ihnen, wenn sie die Offerte schreiben und die Geräte bestellen müssen. Die Installation komplizierter Netzwerke erfordert konzentriertes Arbeiten. Umfassendes technisches Fachwissen ist nötig beim Umgang mit Signalen, von Gleichspannung bis Hochfrequenzen. Die Multimedia-Elektronikerinnen und Elektroniker dürfen nicht farbenblind sein, denn jedes Kabel hat eine bestimmte Farbe. Zudem kann schlecht einen Farbfernseher einstellen, wer keine Farben sieht. Die Berufsleute haben viel Kontakt mit der Kundschaft, bei der Beratung im Geschäft, bei der Installation der Geräte und bei der Instruktion. Sie sind freundlich und kompetent. Sie arbeiten sorgfältig, wissen, wie die Abfallprodukte korrekt zu entsorgen sind und hinterlassen, nach einer Installation, die Wohnung so sauber, wie sie sie angetroffen haben. Und da kommt da eine Art B&O-Fernbedienung führen. Oben und unten kann ich einfach mich durch die Senderauswahl durchsteppen.
Bei der Reparatur defekter Geräte braucht es Fachwissen, Ausdauer und technischen Spürsinn. Denn meist versteckt sich das Teufelchen im Detail. Die Unterhaltungselektronik ist ein dynamischer Wirtschaftszweig. Dauernd kommen neue und kompliziertere Geräte auf den Markt. Die Berufsleute sind immer auf dem neuesten Wissensstand. Sie müssen sich laufend weiterbilden.